140 PS und natürlich, ich rede nicht von einem Auto oder einem hochgezüchteten Motorrad, sondern es geht um die Pferde selbst. Wir sind auf der Equitana, der Pferdemesse, auf dem Maimarktgelände in Mannheim und Andreas Notz ist für uns da. Und Andreas, mit dir gehen nicht die Gäule durch, auch wenn du schon sehr hoch oben auf dem Ross bist. Wunderbar, machst eine gute Figur, sondern heute bist du aus einem besonderen Grund da. Warum genau? Ja, Olli, ich bin im Pferdefieber, wirklich, denn hier findet heute ein Guinness World Record statt. Und zwar 132 Friesen machen hier zusammen ein schönes Tänzchen. Das gab es vorher noch nie, beziehungsweise nicht in der Masse. Vorher waren es 103, die Pferde, die zusammen, ja, so wie das hier, das ist auch ganz schön vital hier, zusammen getanzt haben. Das war in Neuss 2008 und jetzt will Mannheim es wissen. 132 Pferde tanzen hier zusammen. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es geklappt hat. Das verraten wir Ihnen später noch in der Sendung. Vorher spreche ich jetzt aber mit Frau Utz. Die kommt mal zu mir auf die linke Seite. Genau, hallo erstmal. Sie sind Gott sei Dank groß genug heute. Ich bin groß genug, ja. Ich schaue gerne zu Ihnen hinauf. Sie sind die Chefin hier. Erzählen Sie doch mal, wie schwer ist es eigentlich für so ein Pferd, so ein Tänzchen zu halten? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen die Masse macht es aus. Also 132 Pferde, das ist so ein bisschen wie Flöhüten. Die alle hierher zu bringen mit so viel Enthusiasmus, wie sie es an den Tag gelegt haben, das war schon eine Meisterleistung von dem Orga-Team der Ostseequadrille, die das hier toll gemacht haben. Also die alle in der Arena so zu formieren, ohne dass einer runterfällt, nicht? Und dann noch die Figuren reiten, ganz toll. Wir sind begeistert. Jetzt merke ich hier gerade schon, unter mir wird ganz unruhig, aber hat ein Pferd überhaupt Spaß daran, so ein Tänzchen zu machen? Aber sicher. Also Pferde sind Bewegungstiere und Pferde gehen gern vorwärts. Das sieht man an Holly hier. Holly ist ein ganz tolles Pferd, aber sie bewegt sich auch gerne. Deswegen zappelt sie jetzt so ein bisschen, aber sie ist gut erzogen. Und wir haben gesehen, die Pferde entfalten dann ihre Bewegungsfreiheit und marschieren mit Freude durch die Bahn. Was brauchst du denn an Vorbereitung für so ein Tier? Also das Tier ist gut grundausgebildet, also das ist jetzt für das Pferd an sich jetzt keine große Schwierigkeit. Wir haben Schritt und Trab gezeigt. Es geht eigentlich mehr darum, die Koordination der Masse hinzubekommen, dass alle in der Reihe reiten, keiner sich erschrickt, alle sehr gelassen bleiben und ja, eben diese große Gruppe hierher zu bringen. Wir hatten hier Besuch aus, ich glaube, 5, 6 Ländern, sind die Teilnehmer angereist, haben teilweise ja, sehr viel auf sich genommen. Also wir sind sehr stolz, dass diese Liebe zum Pferd dazu führt, hier mitmachen zu können. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin kein Pferdenarr, aber ich bin aufgeregt wie Bolle, ob das klappt heute. Und wir wissen es noch nicht, das habe ich gerade eben schon gesagt, aber ob es heute geklappt hat, das erfahren Sie gleich bei uns in der Sendung. Der Olli sagt Ihnen Bescheid, oder? Selbstverständlich, Andreas. Erstmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich finde im Übrigen auch, du machst da eine wunderbare Figur, also bleib ruhig noch oben. Ihr zwei, ihr könnt euch noch ein wenig anfreunden. Dankeschön.